Добрый вечер, дорогие друзья. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gleichgesinnte. Die Fahrt nach Russland war auch für mich erst ein Schritt ins Ungewisse. Zumal ich das letzte Mal im Jahr 1999 Russland besucht habe, als das Land gebrochen war und wirtschaftlich in Schutt und Asche lag. Es war mir bewusst, dass zu meinen Aufgaben als Dolmetscherin nicht nur das Übersetzen bei den Gesprächen, sondern auch die Kommunikation mit der Bevölkerung gehören wird. Es war mir bewusst, dass wir auf die Hilfe der russischen Bevölkerung angewiesen sein werden. Und die erste Hilfe, die wir bekommen haben, war bereits am Flughafen in Adler, wo uns ein junges Paar die Zugverbindungen nach Rostow aussuchte. Danach kam die Hilfe bei der Bestellung der Zugtickets nach Rostow. Der Taxifahrer, der uns durch die Stadt kutschierte, auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Und am nächsten Tag der freundliche Schaffner von dem Zug, der auf mich wartete, bis ich eingestiegen bin, weil ich mich verspätete. Und so weiter und so weiter. Die Sorge, wie wir als Deutsche in Russland aufgenommen werden, war innerhalb weniger Stunden geschrumpft, bis sie nach weniger als 24 Stunden komplett verschwunden war. Es war sogar umgekehrt. Aufgrund des medialen Hasses, welches in dieser Zeit in Deutschland auf uns losgelassen wurde, fühlten wir uns in Russland sogar umso sicherer. Die Fahrt nach Rostow in einem alten Zug mit offenen Schlachtabteilungen hat unsere Gruppe mitten in die Reihen der einfachen russischen Bürger versetzt, wo wir anfangs mit Erstaunen betrachtet und dann mit viel Herzlichkeit aufgenommen wurden. In diesen 13 Stunden Fahrt haben viele sogar selbst die Gespräche und Kommunikation mit uns allen gesucht, da sie es nicht glauben konnten, dass Deutsche in Eigenregie nach Russland fahren und auch die Region von Donbass besuchen wollen. Während dieser Reise konnten wir die Zeugen der familiären Werte der klassischen Familie sein, die den Russen wichtig sind und die in Deutschland nicht mehr wichtig zu sein scheinen. Bei der Ankunft in Rostow sind einige Reisende sogar ausgestiegen, um sich von uns zu verabschieden und uns die Hand zu drücken. Auch in Rostow hat sich die Hilfsbereitschaft der Einheimischen fortgesetzt, auf der Suche nach Aufnahmepunkten von Flüchtlingen, bei den Einkäufen und dem Transport der humanitären Hilfsgüter und bei allen sonstigen Fragen. Die Flüchtlinge aus dem Donbass und aus der Ukraine bekommen im Hilfszentrum in Rostow Kleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel und Dach über dem Kopf, bis sie Fuß gefasst haben. Auch für die Kleinsten werden Spielsachen, Bücher und Süßigkeiten gerne angenommen und die Volontäre beschäftigen sich mit den Kindern. Die Mitarbeiter des humanitären Hilfszentrums waren erstaunt, zum allerersten Mal eine westliche Delegation zu empfangen. Sie waren berührt und dankbar für unseren Besuch und für unser Zeichen der Ungleichgültigkeit. Alle waren verwundert über diesen mutigen Schritt und der Zuspruch und Respekt waren groß. Und nicht ein einziges Mal während unserer gesamten Reise wurde uns das Gefühl gegeben, wir seien als Deutsche nicht gewünscht in Russland. Sogar umgekehrt. Alle bedauerten, dass Deutschland dem Russland den Rücken gekehrt hat, trotz langjähriger Freundschaft. Es war einfach schön zu sehen, dass diese Menschen, die offen und freundlich mit uns kommunizierten, noch echte Eigenschaften besitzen, die in Europa immer seltener werden. Aufrichtigkeit, Stolz und unglaubliche Hilfsbereitschaft. Und ja, das haben Sie gerade richtig gehört. Russland nimmt Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Und die werden nicht verschleppt, trotz der lächerlichen Behauptungen unserer von der Regierung geleiteten Massenmedien. Denselben Medien, die den Konflikt in der Donbass-Region seit Jahren entweder verschwiegen oder in einem verzerrten Bild dargestellt haben. Denselben Medien, die euch, liebe Freunde, in den letzten 2 Jahren in die Corona-Diktatur getrieben und einzuschüchtern versuchten, um euch in die Zwangsimpfung zu drängeln. Denselben Medien, die Dreck über uns gegossen haben, weil wir nicht bereit waren, denen noch irgendetwas zu glauben und uns ein Bild der humanitären Lage im Donbass selbst machen wollten.
Und der Aufschrei und die Hetze, die wir erlebten, überzeugten uns noch mehr davon, dass wir mit unserem Misstrauen deutschen Medien gegenüber mitten ins Wespennest gestochen haben. Die Reise in den Donbass ist absolut unerwünscht, da es dort etwas gibt, was wir, deutsches Volk, nicht wissen und erfahren dürfen. Aus diesem Grund werden unabhängige europäische Journalisten, wie zum Beispiel die deutsche Alina Lipp oder der Franzose Adrien Bouquet, sanktioniert, drangsaliert und ins Exil getrieben, weil sie der Welt sachlich aus ihrer Erfahrung über die Erlebnisse in Donbass berichtet und eine andere Seite des Russland-Ukraine-Konfliktes als vom Mainstream verbreitete an die Öffentlichkeit brachten. Dafür wurde Alina Lipp als putinsche Infokriegerin bezeichnet und Adrien Bouquet erlitt vor kurzem einen Überfall, bei dem er verletzt wurde. So werden freie Journalisten diffamiert und unterdrückt, welche die Wahrheit ans Licht bringen wollen. Aber auch im politischen Raum in Deutschland beobachte ich zunehmend, wie in Diskussionsrunden die Journalisten und Moderatoren immer wieder die Reden unterbrechen und den Sprechern ins Wort fallen, die eine abweichende und kritische Meinung haben, als die von Massenmedien verbreitete und von der Gesellschaft als einzig richtige aufgenommene. Aber das ist noch nicht alles. Die Informationen über den Donbass-Konflikt, der seit 2014 andauert und wo seit 2014 die Donbass-Bevölkerung ausgerottet wird, werden seit März dieses Jahres ganz massiv zensiert. Auch solche, die jahrelang im Internet offen zugänglich waren, verschwanden in Windeseile ab Anfang März 2022. Jeder von euch darf sich nun die Frage beantworten, warum es in einem europäischen und angeblich demokratischen Land eine derartige Zensur notwendig ist. Ich denke, dass die Antwort auf der Hand liegt, um euch die Möglichkeit eines objektiven Bildes wegzunehmen, um für euch die Meinung schon im Vorfeld zu formulieren, damit am Ende nur ein einziges Aggressorland dasteht, nämlich Russland. Damit kann man unsere Bevölkerung leicht manipulieren, denn ein in Angst getriebenes Volk ist hörig und leicht zu leiten. Damit viele deutsche Bürger bereit sind, zu frieren und zu hungern und Opfer zu bringen, weil sie Angst vor der Invasion Putins haben, der bis nach Berlin marschieren will, wenn man ihn jetzt nicht aufgehalten bekommt. Ich habe im Mai sogar so eine Veranstaltung besucht, wo aller Ernstes genau das behauptet wurde. Und es wurde von einem ehemaligen Mitglied des Europäischen Parlaments vorgetragen, der diesen Schwachsinn so lange wiederholte, bis die Anwesenden blass vor Angst wurden. Ab da habe ich endgültig verstanden, wie genau unser Volk klein gehalten werden soll. Die Presse berichtet so, wie es Bundesnachrichtendienst vorschreibt. Die von der Regierung gesteuerten Massenmedien zwingen jeden von uns, alles in Schwarz-Weiß zu sehen. Die namhaften Zeitungen, Radio- und Fernsehsender berichten alle dasselbe, um keinen Raum den Alternativmedien und Alternativmeinungen zu lassen. Und je grotesker und absurder diese Berichte sind, desto mehr brennen sie sich in den Köpfen der Menschen ein. Dieser Überschuss an Propaganda lässt keinen Raum für die Zweifel, weil jeder sich dann schämt, diese Geschichten überhaupt zu hinterfragen. Die meisten Bürger sind dann im Glauben, dass unsere Medien transparent und wahrheitsgemäß berichten. Ist jemand dabei kritisch, dann wird mit der Zensur dagegen gearbeitet, damit die kritisch Denkenden bloß kaum was finden. Und die besonders aktiven Kritiker werden letztendlich diffamiert, indem man sie als rechtsextrem bezeichnet, deren Accounts auf Social-Media-Plattformen sperrt oder gar vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Und der Grundsatz der Demokratie funktioniert nur dann, wenn man dieselbe Meinung vertritt, wie die von der Regierung vorgeschrieben ist und von den Mainstream verbreitet und eingeprägt wird. Vor 10 Tagen wurde still und leise § 130 Strafgesetzbuch
Buch Volksverhetzung verändert, indem da ein neuer Absatz, Absatz 5, eingefügt wurde. Mit dieser Anpassung wird den kritischen Stimmen ihre Meinungsfreiheit weggenommen. Man riskiert eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren oder eine Geldstrafe, wenn man kritische Bemerkungen gegenüber der von der Regierung vorgeschriebenen Meinung machen sollte. Wenn ihr mich fragt, die letzten Reste der Demokratie in Deutschland wurden damit mit den Füßen getreten und vergraben. Eine Regierung, der die Meinung des eigenen Volkes am Herzen liegt, geht auf ihr Volk zu und klärt auf. Aber eine Regierung, die die Meinung des Volkes nicht interessiert, zensiert und verfasst neue Gesetze, um das eigene Volk zum Schweigen zu bringen. Die Regierung nimmt uns mittlerweile Stück für Stück alles weg. Unsere Selbstbestimmung, Gesundheit, Stichwort Notfall zugelassene Impfpräparate. Unser Geld, Stichwort Zwangsenteignungen. Unser Wohlstand, Stichwort Inflation. Und nun auch noch unsere Meinung. Die einzige Volksverhetzung, die ich hier sehe, ist die Verhetzung gegen unser deutsches Volk. Das reicht jetzt. Dabei wird etwas Wichtiges vergessen. Die Wahrheit ist wie Wasser und findet immer einen Weg nach draußen. Und weil man das Wasser nicht lange in einem Flechtkorb behalten kann, kann man auch die Wahrheit über den Russland-Ukraine-Konflikt nicht mehr lange verstecken. Also bitte ich jeden, informiert euch, um besser zu verstehen, was man euch verheimlicht und was euch umgekehrt aufgezwungen wird. Auch die ständige Zensur kann die ganze Wahrheit nicht verstecken, weil die Wahrheit wie Wasser den Weg nach draußen sucht. Und auch die neuen Paragraphen im Strafgesetz können es nicht aufhalten. Ihr alle seid stolze, kluge und mündige Bürger unseres Landes, die kein betreutes Denken brauchen. Nutzt das, um die Lügenwand endlich zu brechen. Und zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Es tut mir weh zu sehen, dass meine zweite Heimat zerbricht. Deutschland wurde zu meiner zweiten Heimat. Und es ist total erschreckend mitzuerleben, wie es in Armut, Angst und unterständigem Spott der Regierung gegenüber der Bevölkerung zugrunde geht. Wir haben hier starke deutsche Politiker stehen, die versuchen, Suizid unserer Heimat zu verhindern, die sich euch, dem Volk, angeschlossen haben, um gemeinsam für eure Rechte und eure Zukunft zu kämpfen. Und ich bitte euch, glaubt an euch, denn viele sind sich der eigenen Kraft nicht bewusst. Glaubt an euch, wie es die Politiker tun, die gerade hier neben mir stehen. Lassen wir uns nicht spalten, denn gemeinsam sind wir stark. Vielen Dank. Спасибо большое.